und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich einen New Year's Eve Haul. Es ist jetzt Silvester und es war eigentlich alles ganz anders geplant, aber wir machen das jetzt trotzdem. Vielleicht sind ja trotzdem einfach Ausgehkleider und Partykleider. Deswegen, ich habe richtig coole Sachen bestellt, die wir jetzt einfach mal zusammen durchgehen. Hier ist Chaos, deswegen setze ich mich dieses Mal auf diese Seite, nicht so wie beim letzten Haul. Dann habt ihr nämlich, dann blende ich hier die Kleider ein und dann seht ihr das Chaos nicht mehr. Also, wir fangen an mit diesen Schuhen. Ich weiß nicht, sie wurden mir angezeigt und ich bin irgendwie momentan auf dem Glitzer-Trip. Fragt mich bitte nicht warum, okay? Ich hasse Glitzer eigentlich. Momentan finde ich es schön, momentan liebe ich Glitzer. Vielleicht macht das die Schwangerschaft irgendwie, ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich eigentlich, dass die so ein bisschen hautfarbener wären. Die sind mir ein bisschen zu rosa, aber den Absatz finde ich cool. Und ich ziehe nur noch hohe Schuhe mit Plateau an, weil mir das ansonsten zu hoch ist und ich Fußschmerzen bekomme nach ungefähr 5 Minuten. Aber sie sind sehr bequem auf jeden Fall. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich sie behalte oder nicht. Ihr wisst Bescheid, einfach wieder unten in die Kommentare schreiben, welches Teil ihr behalten würdet, welches Teil ihr zurückschicken würdet, was euer Lieblingsteil ist. Dann geht's weiter mit diesem Kleid. Das hat eine richtig geile Konsistenz, wollte ich schon sagen. Nee, das ist ein richtig geiler Stoff, der sich so perfekt anpasst und der fühlt sich an, als hätte man so gar nichts an. Also ich liebe diesen Stoff, aber tatsächlich ist es nichts für große Brüste. Große, echte Brüste. Ich sage das immer dazu, weil ich finde, das macht einen riesen Unterschied, ob man gemachte Brüste oder natürliche Brüste hat, weil das einfach eine andere Form ist und die dementsprechend anderen Halt brauchen oder mir persönlich das auch einfach unangenehm ist, wenn ich mit meinen Boobs kein BH anhabe, dann muss es schon ein Kleid sein, wo ich mich safe fühle. Ich glaube, ich war noch nie ohne BH draußen. Glaube ich. Ich würde mal sagen, so von Körbchengröße A bis C ein sehr, sehr geiles Kleid. Auch die Farbe, vor allem wenn man vielleicht noch ein bisschen bräuner ist, dann ist es auf jeden Fall ein sehr geiles Kleid. Weiter geht's mit diesem Kleid von Simi. Das Problem ist, ihr habt ja, ihr seht es auch hier, ich halte hier meine Nippel zu. Weil man wirklich alles durchsieht. Man sieht auch meine Unterwäsche durch. Also ich habe so einen weißen, also so eigentlich so ein Seamless String drunter. Aber sogar den sieht man durch. Also vielleicht noch, wenn man Hautfarben. Aber ich glaube, sogar den würde man durchsehen. Ansonsten ist es sehr, sehr geil. Also ihr seht auch hier dieser Glitzer. Also ein ganz feiner Glitzer in rosa. Ich bin voll girly geworden. Was ist los? Dann nächstes Kleid. Und ich glaube, das ist sogar eins meiner Favorites, weil das so krass glitzert und reflektiert. Ihr seht es ja auch. Aber was bei mir zum Beispiel noch, ich muss auf jeden Fall hier noch eine Sicherheitsnadel zwischen den Ausschnitt reintun, weil das ist mir ein bisschen zu viel Ausschnitt. Und man sieht auch mein BH, wenn ich mich jetzt viel bewegen würde. Aktuell habe ich Körbchengröße 80E oder 75F. Es ist geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Ich habe auch Rückenschmerzen des Todes. Könnt ihr mir glauben. Also für euch zur Orientierung. Finde ich, ist ein sehr, sehr cutes Kleid. Und was sehr wichtig ist, vor allem bei so Paillettenkleidern, es kratzt nicht. Also an den Ärmeln ist jetzt kein so ein extra Stoff drin. Aber hier zum Beispiel seht ihr es auch, ist es sehr, sehr weich und die Pailletten stören überhaupt nicht. Oh, ich sehe gerade. Ich sehe gerade, man kann es hier. Ah, okay, das ist kaputt. Perfekt. Aber eigentlich wäre hier noch so ein Haken, wo man das praktisch hier nochmal zumachen kann, dass es nicht so ein krasser Ausschnitt ist. Aber egal. Egal. Und ich verlinke euch natürlich wieder alles in der Infobox. Dann könnt ihr alles nachshoppen. Weiter geht's mit diesem wunderschönen Kleid. Ich finde es so unfassbar schön. Ich trage da auch keinen BH drunter. Und es gibt aber trotzdem so einen angenehmen Halt. Also jetzt nicht so einen richtig krassen Halt. Ihr könnt jetzt nicht rumhüpfen oder so. Aber es ist auf jeden Fall alles schön on point und ich finde die Farbe halt einfach unfassbar schön. Das Geile hier ist auch, dass da irgendwie so ein extra Stoff drin ist, dass die Puffärmel wirklich auch stehen bleiben und an sich ist es auch ein richtig nicer Stoff, also ein richtig hochwertiger Stoff auch, der sich so perfekt an den Körper anpasst. Tatsächlich alle Kleider, ich glaube bis auf eins, sind vom Stoff her richtig, richtig nice. Also Props auf jeden Fall. Könnt ihr euch an mein letztes Asos Haul Video erinnern? Da wo irgendwie alles zu klein war, obwohl ich meine ganzen meinen Größen bestellt habe. Ja, jetzt ganz kurz, ob ich einen Ausraster hatte.
Ah, okay. Ah, okay, krass. Ich habe tatsächlich, ich glaube, die meisten Kleider in 38 bestellt. Dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingskleid. Das, ich glaube, heute ist Silvester. Ich filme dieses Video heute und ich lade es heute auch hoch. Deswegen, heute ist Silvester. Habt einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr, falls ihr es erst morgen anguckt. Ich werde mich heute mit diesem Kleid auf meine Couch setzen und Silvester feiern. Einfach alleine, scheißegal. Ich gucke Grey's Anatomy mit diesem Kleid. Ist mir scheißegal. Ich hätte eigentlich noch, was ich über nice finden würde, wäre zu dem Kleid vielleicht noch so Handschuhe, die bis hier hochgehen. Fände ich richtig, richtig nice. Dann so eine Hochsteckfrisur oder so richtig nice Locken oder sowas. Also dieses Kleid und auch vom Stoff her. Also es ist kein Leder, sondern so ein, nennt man das Velour? I don't know. Obviously, hier trage ich auch kein BH drunter. Und es ist aber trotzdem, also ich bin einfach obsessed. Obsessed mit diesem Kleid. Das ist richtig, richtig geil. Dann kommen wir zu dem. Ihr wisst, ich liebe Grün über alles. Grün ist meine absolute Lieblingsfarbe. Dementsprechend sind auch ein paar grüne Kleider dabei. Die kommen jetzt dann gleich alle noch. Finde ich auch sehr geil, vor allem mit diesem Detail am Rücken hier. Das finde ich so, so geil. Auch der Stoff ist, also das ist jetzt nicht so ein hochwertiger Stoff, ist ein bisschen leichterer Stoff, aber das ist bei den Kleidern ja auch normal. Ich persönlich kann es nicht tragen mit meiner Oberweite. Ich finde es einfach nicht schön. Ich finde, es ist keine schöne Passform. Aber wie gesagt, mit einer bisschen kleineren Oberweite, glaube ich, ist es ein richtig geiles Kleid. Und vor allem, was ich bei dem auch richtig geil finde, es ist auch ein bisschen länger und nicht so knapp unterm Arsch, dass es einfach aufhört. Aber ich kann es leider nicht behalten. Dann kommen wir zum nächsten Kleid und zwar zu diesem goldschwarzen Kleid. Ich finde es auch richtig nice, es ist richtig bequem auch. Bei dem bin ich mir noch ein bisschen unsicher, es ist mir auch so ein bisschen zu viel Ausschnitt. Also da müsste ich auf jeden Fall auch nochmal was zumachen. Aber so an sich finde ich es schon auch sehr nice. Ich bin nur noch unentschlossen, ob ich das, ob ich finde, dass es billig aussieht. Oder halt nicht. Da bin ich irgendwie noch nicht so ganz sicher. Was ich auch richtig nice finde, ist diese Raffung hier. Dass das praktisch so eine, ja, dass so eine Raffung dran ist und dass ein Bein praktisch länger wirkt. So, das finde ich immer mega schön. Vor allem, wenn das dann auch noch hält und gut aussieht. Und ja, da haben wir auch wieder goldenen Glitzer, ne? Das finde ich einfach, das ist ein sehr schönes Kleid. Geht's weiter mit diesem Kleid. Das ist sehr, sehr bequem. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe das hinten einfach nur mit so einer Haarklammer zusammen gemacht, weil ich das jetzt nicht... Also das selber zuzumachen ist nicht unmöglich, aber auf jeden Fall schwierig. Ich finde es sehr schön, also so an sich. Aber ich trage hier ja auch wieder kein BH drunter und ich finde, das drückt meine Brüste irgendwie so nach unten. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen unvorteilhaft aus. Und was ich auch gar nicht mag, ich könnte mich 0,0 bücken. Wenn mir was runterfällt, dann ist es für immer weg, weil ich kann es nicht aufheben, okay? Das Kleid ist so kurz, wirklich so kurz. Ich könnte mich nicht mal, ich glaube, ich könnte mich nicht mal hinsetzen, ohne dass man alles sieht. Also es ist wirklich extrem kurz. Und da habe ich jetzt Size 10. Was ist das? Der Akku war gerade leer von der Kamera. So, weiter geht's mit diesem Kleid. Also, aber irgendwas stört mich. Ich glaube, der Stoff ist nicht so ganz das Wahre. Ich weiß nicht genau. Aber ich finde die Länge nice. Ich finde, dass es hinten nochmal so einen Schnitt hat, finde ich richtig schön. Es sieht halt so ein bisschen mehr classy aus und nicht so, hallo, Boobs, Arsch, look at me. Ja, momentan finde ich das ganz schön. Ach ja, was mich da an dem unnormal getriggert hat, hier ist so ein, wie erkläre ich euch das, so ein Stab drin. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Es ist tatsächlich besser, wenn da keiner drin ist, weil das halt so eine übelst komische Form macht und es einfach beschissen aussieht. Also ich werde es wahrscheinlich nicht behalten, aber so vom Grundprinzip her würde ich es eigentlich schön finden. Dann kommen wir zu auch einem meiner Favorite-Kleider. Also ich glaube, das muss ich auch behalten, weil ich das so, so schön finde. Der Stoff ist auch einfach perfekt. Das ist so ein richtiger, so ein fester Stoff, aber er ist trotzdem dehnbar und passt sich deshalb halt perfekt an jede Kurve an. Und ich liebe solche Kleider einfach. Also den Stoff von diesen Kleidern liebe ich einfach. Und die Farbe ist halt auch einfach
geil. Es ist grün, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Dann kommen wir zum letzten Kleid. Also es war tatsächlich eher so ein Kleid für den Alltag. Ich finde es auch richtig, richtig nice. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das behalte, weil ich die Farbe einfach so geil finde. Das Ding ist nur, also klar, es ist jetzt ein bisschen kürzer, weil natürlich der Bauch auch nochmal Stoff wegnimmt, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, ob mir das zu kurz ist. Und dann werde ich es wieder nicht anziehen, weil ich mir bei jedem Schritt das Kleid hochrutscht und man meinen Arsch dann sieht. Und das ist halt nicht geil. Also das ist halt sau nervig. Und deswegen bin ich mir noch unsicher. What do we think? Was sagt ihr dazu? Das war's auf jeden Fall mit meinem Kleiderhaul. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich wünsche euch ein tolles Silvester und einen guten Start ins neue Jahr. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Silvester verbracht habt, würde mich interessieren. Da ich ja ansonsten heute nichts zu tun habe, habe ich Zeit, eure Kommentare zu lesen und werde da ein bisschen aktiv sein. Also fühlt euch geknutscht und geküsst und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Tschüssi! I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end.